Schauspielern? Mir macht das sehr viel Spaß. Also Bibi und Tina hat natürlich unglaublich viel Spaß gemacht. Jetzt kamen noch ganz viele andere Projekte, die sehr schön waren. Jetzt fange ich bald an, einen Kinofilm zu drehen. Wie alt du bist? Ich bin 20. Ist das alt oder jung? Ich bin 7. Dann bin ich schon alt, oder? Ja. Was findest du am Schauspielern schlecht und was gut? Also richtig gut finde ich natürlich, dass ich immer andere Rollen spielen darf. Dass ich ganz viele Leute kennenlerne, viel reise, dass ich verschiedene Dinge ausprobieren darf. Zum Beispiel manchmal lernt man extra für den Film tanzen. Was manchmal nicht so schön ist, ist eigentlich nur, wenn wir nachts drehen. Weil ich bin nicht so eine Nachteule. Haben du und Lina euch schon vorher gekannt oder erst vom Set? Nee, wir haben uns beim Casting kennengelernt, in der zweiten Castingrunde. Und das hat auch direkt sehr gut connected. Wir haben uns super verstanden direkt. Das ist gut. Genau. Singst du also auch in dein privates Leben gerne oder nur im Film? Ich singe tatsächlich auch so privat gerne. Aber ich habe das jetzt noch nicht professionell gemacht. Also es ist eher immer so im Auto ganz laut oder unter der Dusche oder beim Putzen. Genau. Wie fandest du es, als du gehört hast, dass der vierte Film auch der letzte von Bibi und Tina ist? Fandest du das? Also eigentlich dachten wir ja schon, dass der dritte Teil der letzte ist. Und dann war das aber von der Thematik für uns alle so wichtig, dass wir noch einen vierten Teil machen, der auch ein bisschen anders ist als die drei Teile davor, weil wir sind dann auch quasi ins Ausland geflogen, haben dort eine Woche gedreht und waren auch ein bisschen ernster. Aber ich war natürlich traurig. Also wir waren alle traurig, aber wir haben uns auch gefreut auf die Projekte, die danach kamen. Was würdest du machen, wenn du nicht Schauspielern würdest, also beruflich? Also früher wollte ich tatsächlich Tierärztin werden. Dann wollte ich ganz lange Grundschullehrerin werden. Und jetzt mache ich mir da gar nicht mehr so viele Gedanken, weil jetzt mache ich halt so das, was ich mache. Und kann mir auch gerade nicht so wirklich viel was anderes vorstellen. Hast du in deinem Film immer die Hauptrolle? Also nicht immer, nee. Also jetzt die Male schon, aber ich habe auch schon Projekte gemacht, wo ich nur eine kleine Rolle hatte. Aber es macht trotzdem ganz viel Spaß. Hast du eine Lieblingsserie auf Netflix oder sowas? Ich habe ganz, ganz viele Lieblingsserien. Ich bin nämlich so ein richtiger Binger, sagt man das so? So ganz, ganz viel gucke ich immer hintereinander. Was habe ich denn zuletzt geguckt? Ich glaube, das könnt ihr alles. Das ist so Mindhunter. Das sind alles so ein bisschen, das sind so Krimiserien. Du bist ja Schauspielerin und darfst du dann andere Filme auch vorher schon sehen? Oder? Manchmal, genau, gehe ich zur Premiere. Da darf ich die Filme ein bisschen so ein paar Wochen vorher sehen. Manchmal sehe ich meine eigenen Projekte auch schon vorher. Mögen Sie Harry Potter? Also ja. Die ganzen Teile? Ja, ich habe die geliebt. Ich liebe die auch immer noch. Ich liebe die Musik auch. Liest du BZ? Ja, ich lese ab und zu BZ. Ich lese auch sehr gerne Zeitung. Wenn jetzt ein ganz normaler Sonntag wäre und ich jetzt nicht mit euch hier sitzen würde, was ich natürlich sehr toll finde, ich freue mich da sehr drüber, dann würde ich jetzt wahrscheinlich frühstücken und eine Zeitung lesen. Was wünschst du dir für die Zukunft? So allgemein oder für mich? Für dich.
Für mich wünsche ich mir eigentlich, dass alles so weitergeht, wie es jetzt ist.